Herzlich willkommen zum Metro 2033. Ich bin's. Zufällig kommt der Typ in dem Moment. Natürlich. Die scheiß Gasmaske mal abnehmen. Die eh kaputt ist. Hallo. Was hat so lange gedauert? Wo ist Pavel? Hat er... Da sind nochmal Night Goggles, falls ich sie nicht bekommen hätte. Die Situation hat sich verschlimmert. Die Faschisten haben die Station buchstäblich überschwemmt. Wenn du ihren Generator abstellen kannst, wird es einfacher, an der Wache vorbeizukommen. Nimm das. Hä? Ich werde im verlassenen Tunnel zur Paulis auf dich warten. Aber schön, dass wir jetzt wieder die Waffe kriegen, wenn wir sie gerade gekauft haben, ey. Man weiß nie, wofür man sein Geld in diesem Spiel ausgeben soll. Ja, ist nicht so mit Durchschneiden, ne? Ja. Aber ich mag die sneaky Momente. Ich weiß nicht. Hab sie seit Wochen nicht gesehen. Und jetzt hängen wir hier fest. Alles klar. Gut. Da habe ich wohl einen übersehen. Starte ich von ganz neu? Ah, naja, so halb neu. Was hat so lange gedauert? Wo ist Pavel? Mach schneller. Natürlich. Natürlich. Später. Die Situation hat sich verschlimmert. Die Faschisten haben die Station buchstäblich überschwemmt. Wenn du ihren Generator abstellen kannst, wird es einfacher, an der Wache vorbeizukommen. Mach ich. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Ich werde im verlassenen Tunnel zur Paulis auf dich warten. Okay, bis später. Sie vermissen ihren Vater. Und deine? Ich weiß nicht. Hab sie seit Wochen nicht gesehen. Okay. Und jetzt hängen wir hier fest. Eins, zwei. Schaffe ich beide mit dem Messer? Ich weiß es nicht. Wer gebraucht das alles schon? Aha. Und wer nicht? Blöde Faschisten. Diese scheiß Fallen gehen mir auf den Sack. Okay. Okay. Neuer Eintrag, schwarze Station. Wir tragen alle kugelsichere Panzerung. Selbst nachdem wir die Weste und alles andere abgelegt haben, sind wir noch immer von Kopf bis Fuß mit einem Schutzmantel bekleidet. Wir haben Angst, uns anderen Menschen zu öffnen, unsere Gefühle zu zeigen. Wir haben Angst, dass jemand unsere Gedanken verstehen könnte. Wir verstecken unsere Gesichter unter Gasmasken, aber darunter befindet sich noch eine Maske. Ullmann, der ewige Optimist, der leichtherzige Scherzbold. Sein wahres Gesicht habe ich nur einmal gesehen, als sein Kamerad starb. Zum Tode erschöpft, fast verzweifelt, so sah er aus. Nur für eine Sekunde. Einen Augenblick später hatte er seine Panzerung zurück und war wieder der alte, fröhliche Mensch. Ich habe nie versucht, ihn noch einmal zu öffnen. Was? Ich habe nie versucht, ihn noch einmal zu öffnen. Okay, also sein... Öffne dich! So dieses Ding. Das macht man in der Metro nicht. Und ich werde mich auch bestimmt nicht für jemand anderen öffnen. Alter, was für harte Hunde... So, gucken wir mal weiter. Was geht denn hier so ab? Ist es nur einer? Was war das? Hm, keine Ahnung. Muss immer gucken, dass hier keine, Ich ertrage die. Sieht so aus, als ob das. Ich ertrage diese Scheiße nicht mehr länger. Okay, kommt nicht. Wir sind alle Russen. Die
kann ich ausmachen, aber die Generatorlichter nicht, oder was? Sei tot, bitte, sei tot. Hab ich alle gekillt? War nicht so super smart, ich weiß. Aufpassen, dass auch niemand jetzt hier hinkommt und das rausfindet. Das Ding ausmachen, weißt du, die kriegen das alle an, ne? Aber wie kriege ich es aus? Das ist so die Frage, dieses Licht da oben. Das ist der Alarmknopf? Ich kann es doch einfach ausmachen. Okay. Da eine Knarre. Ansonsten ist alles noch gut. Keiner hat was mitbekommen. Alles läuft. Die auch ausmachen? Ne. Die müsste ich wahrscheinlich ausschießen. Aber das Problem hat sich ja gleich gelöst, wenn ich am Generator war. Ich sehe doch, dass da Munition liegt. Okay. Geht es da irgendwo weiter? Ich will nicht, dass es hier weitergeht. Ich will wieder zurück. Oh fuck, ich will wieder zurück. Ich gehe einfach zurück. Warum kommt da jetzt dieses Dirt? So. Dich kriege ich gleich, Kumpel. Merken, dass ich den umgehauen habe. Für das Wurfmesser. Ah, da guck mal, da habe ich ein neues. Ja. So, den müsste ich ja jetzt. Mach mal Halblatt. Töten und plündern gibt's nur in den Ferien. Du bist böse. Ich? Nein. Ein böser Typ, der sich freiwillig. Krieg ich den Helm töten. Okay. Glaubt jemand hoch? Klang irgendwie nicht nach Rappen. Also, das kann ich mir doch nicht nur eingebildet haben. Okay, da sind zwei mindestens. Drei. Die auszuschalten ist gar nicht so einfach. Zumindest auf einmal. Okay, da ist noch einer. Alles klar. Bedeutet, wenn die weggucken, den da hinten könnte man theoretisch ausschalten, aber erst wenn die weg sind. Okay, jetzt könnte ich vielleicht runter.
Scheiße. Achtung! Da ist niemand. Fuck you, ey. Dürfte aber nicht mehr viele geben. Boah. Der war knapp. Jetzt kann ich ja alle looten, oder? Ich glaube, alles ist tot. Man konnte da unten auch noch hin. Alles voll. Oh Gott. Schlüssel. Erstmal weiter. Ein Gegner? Ne, ist eine Lampe, eine Öllampe oder sowas. Okay, dann gehen wir mal erstmal hier überall hin. Wie viel habe ich? 5, alles klar. Perfekt. Wo ich hier irgendwelche Türen benutze. Ich könnte hier unten mal gucken, ob hier irgendwas. Irgendwas an Mund oder so liegt oder beziehungsweise sowas hier zum Beispiel. Weil die hat er uns ja gerade gegeben. Warum liegt die hier einfach so rum, als ob die special wäre? You're so special. Oh Gott, ich hab Angst. Wieder der Tür. Nein, nicht das. Du bist auch doof. Mach die doch aus. Keine Ahnung, wo ich hier bin. What the fuck ist das denn? Oh lol. Das ist der Dingswerfer. Nee, das ist eine. Ach so. Alles klar. Der schießt die Pfeile. Okay. Soll ich die lieber anstatt der Pistole nehmen dann? Ich nehme das mal erstmal so mit. Pump, pump. Ah, ein bisschen Munition noch. Perfekt. Brauche ja nur einen Schuss. Reicht ja. Hoch Gegner. Als ob ich hier schon war. Okay. Okay. Ah, alles klar. Hier ist der Generator. Gewesen? War er? Ist er? Ich bin überfordert. Hier runter? Kam ich gerade her, ne? Ist hier der Generator? Da ist der Generator. Genau, dann ging es hier weiter. Bin ich hier langgelaufen? Wollte ich diese Tür nicht öffnen. Okay, und die bringt mich hier quasi auch zu diesem Bahngleis. Alles klar. Von da kam ich. So, bedeutet, die Spinnen sind wieder neu aufgetaucht. Die Drecksviecher. Okay. Ist da durchgebackt oder so. So, da geht's weiter. Ne? Ja. Sonst gibt's hier aber nichts mehr, nehme ich an. Aber man kann auch hoch, okay. Wie pumpe ich denn? Nee, wie pumpe ich? Hä, wie pumpe ich das Teil?
Steuerung, Tastatur, Kampf, Schießen, Zielen, C, Nachladen, Nahkampf, Benutzen, ist E, Waffen, Q, steht da nicht. Bewegung, Gepäck, Gasmaske, Licht, keine Ahnung, wie man das Teil benutzt. Nee. Naja, wir werden sehen. So. Ich werde natürlich trotzdem erst noch hauptsächlich die Messer benutzen. Doch mal erst den anderen Weg. Ich muss natürlich den blöden Safe erst finden. Sieht gut aus. Ja, ich hab doch den Schlüssel. Achso, hier gibt's mehrere, alles klar. Nee, da ist er. Zack. Ist ja gut, ey. Wir hauen ja ab. Und das hier auch noch auf. Und wir gehen den anderen Weg. Gehen wir hier lang. Okay, vielleicht. Ah, okay. R gedrückt halten. Okay, wir sind hier. Nee, wo sind wir? Lol, hier sind wir. Oh Gott, wie... Ach, da. Du hast aber von Ragnarok gehört. Der letzten Schlacht der Götter. Nun, Metro 2 ist der Ort, an dem das Sowjetpantheon Schutz sucht, wenn die Mächte des Bösen siegen. Der Legende nach liegt Metro 2 unter dieser hier versteckt. Unsere ist die Metro für die Schafe. Und Metro 2 ist für die Schäfer Scheiße. Ihre Hunde. Früher haben die Schäfer von dort aus die Hunde gehütet. Aber später ließ ihre Stadt nach und ihre Schafe zerstreuten sich in viele Richtungen. Ein einziges Tor verbannt. Die sind ein bisschen komisch, die Gegner, muss ich zugeben. Sowas. Das ist die verdammte Zukunft. Oh, ziemlich wahrscheinlich, dass ich gleich jetzt eine Erkältung habe. Ich will die mal ausprobieren. Okay. Hat aber funktioniert. Nachladen. Habe ich den da dran gehauen? An seine eigene Messerstange? Wo er die ganze Zeit rummessert? Habe ich ihn gegen geboxt? Das war gut. Da bin ich sehr stolz auf mich. Das habe ich sehr gut gemacht. Sonst irgendwas hier? Hier noch irgendwie Loot? Hier war, glaube ich, Loot. Als ich hier stand, konnte ich irgendwie was looten. Sieht nicht so aus. Hier noch irgendwas. Ne, da ist zu.
Nix. Wir haben alles aufgemacht, glaube ich, was aufzumachen ging. Und wir haben 20 Minuten erreicht. Ich werde nochmal einen Meter laufen. Gucken, was noch kommt. Dass wir selber mal Licht ausmachen, ist halt auch so. Okay, da geht's, glaube ich, weiter. Guck dann nochmal hier schnell. Da. Irgendwie Angst vor Fallen hier gerade. Manchmal läuft der einfach langsam. Ich weiß nicht wieso. Gucken wir, was hier noch ist. Muss doch noch irgendwas versteckt sein, wenn der Eingang schon so weit vorne ist. Okay, hier könnte auch richtig sein. Es könnte überall richtig sein, Mann. Warum wird mir das nicht angezeigt? Das ist doch blöd. Und wieder gehe ich jetzt hier lang, weil ich glaube, das ist der falsche Eingang und am Ende ist es eh der richtige Eingang. Ich weiß es doch, wie es ist. Na, er leuchtet halt rot, ne? Oh Gott, da komme ich nicht mal mehr hoch. Und nochmal M. Habe ich gesehen. Ich glaube, ich bin hier richtig, aber ich will hier gar nicht sein. Alles schallgedämpfte Waffen. So. Bett. Immerhin. Immerhin Licht. Metrobuch. Könnte bedeuten, dass wir hier... oh, wir haben mal alle Bücher gefunden. Das ist ja krass. Die Metro tötet den Glauben an Wunder, lehrt dich aber auch, ohne Hoffnung zu leben. Und trotzdem kann ich keine Erklärung dafür finden, dass ich so erfolgreich durch das Labyrinth der schwarzen Station gelange. Voller Faschisten, wohlgemerkt. Das grenzt an ein Wunder. Als wenn ich von jemandem geführt würde, ist das meine dumme und verwüstliche Hoffnung? Oder vielleicht das Schicksal selbst? Who knows? Ich glaube, weil unsere Maske kaputt ist, geht schneller dieses Zeug aus. Also das Gas halt. Oh Mann, das sieht so richtig aus. Wir sind in den falschen Gang gegangen. Aber der andere war größer und ich dachte, größer ist gleich... Da müssen wir wahrscheinlich hin. Der war schon wieder vom Spinnen ummacht. Aus. So. Ja, ich denke, hier machen wir Schluss. Das sieht so aus, als ob es hier wieder irgendwas passiert. Schade. Sind wir mal wieder den falschen Gang gegangen. Fuck. Aber wir haben ja zwei Safe-Dinger aufgemacht. Ich denke, wir haben relativ gut Geheimnisse gelootet. Das Problem ist, verdammt, wir müssen noch ein Stückchen weiterspielen. Bis nach dem, was hoffentlich jetzt passiert. Passiert was? Lass bitte was passieren. Ich muss einen Safe Point bekommen, sonst muss ich den ganzen Scheiß laufen. Artyom, da. Mann, du hast es geschafft. Komm und ruh dich aus. Ja, sobald ich hier erstmal wieder meine halb kaputte Dings abgezogen habe, guckt habe, ob hier noch was liegt, sieht aber so aus, werde ich jetzt vorher oder draufsteigen? Nee, vorher. Ich hoffe einfach mal, dass er das jetzt hier gesaved hat. Werde ich sehen, sonst muss ich noch mal ein paar Meter laufen. Denn ich mache jetzt hier leider Aufnahmeschluss. Ich danke fürs Zuschauen. Nächstes Mal gibt es dann wohl wieder mal eine wilde Mario Kart Double Dash Super Autobahn Folge.
Untergrund-Metro-Folge. Bis dahin wünsche ich euch noch alles Gute. Wir sehen uns übermorgen dann wieder. Tschüss. Haut rein. Und macht keinen Unfug.